Und willkommen zurück. Ich nehme hier direkt weiter, nur das in zwei Folgen unterteilen. So. Ich renne hier. Was blinkt hier so? Glühwürmchen. Renne hier weiter ohne einen näheren Plan rum. Kann ich denn hier eigentlich genau sehen, wo ich bin auf der Karte? Das sehe ich nämlich leider nicht. Wasserfall. Don't go chasing waterfalls. Was ist das hier? Eine Kochstelle. Ein Feuer möchte ich niemanden. Ich gehe jetzt auch, glaube ich, etwas sparsam mit meinen Ressourcen um. Ich sollte vielleicht einfach mal irgendwie alles mal ein bisschen ausprobieren. Garten. Ich hätte mir Saatgut kaufen sollen. Schleifstein. Ach, hier in der Kiste könnte ich ein paar Sachen verstauen. Kann ich hier so eine Beere einfach mal probieren? Ach, ich pack die mal hier. Das Feld, wenn ich jetzt... Ah, mit der rechte Maustaste drauf. Dann isst er die. Dadurch kriege ich etwas Energie. Jeweils 5. Okay, hier fehlen mir auch noch Sachen. Verstehe. Dann brauche ich theoretisch gar nicht schlafen gehen, aber ich möchte natürlich mal... Ich glaube, der speichert nur, wenn ich schlafe, oder speichert der automatisch beim Tageswechsel. Da müsste ich mal drauf achten. Ich denke mal, wenn er schlafen geht, deswegen muss ich halt immer achten, eine Aufnahmesession damit zu beenden, dass ich halt wirklich ins Bett gehe. Meines Wissens nur dann gespeichert wird. Der Esel bringt mir wieder... Eine Leiche. So, was mache ich jetzt mal? Etwas planlos bin ich jetzt schon. Tür ist verschlossen. Oh, was war das? Was habe ich da gerade gemacht? Achso, mit dem Schwert gehauen. Das wird hier nicht viel ausgemacht haben. So. Kann mir denn hier jemand was verkaufen? Kann ich hier das Obst klauen? Das Obst. Gemüse meine ich natürlich. Schleimviecher sind ja auch nicht. Das waren wohl die einzigen, die ich hier bekämpfen konnte. Wo könnte ich denn jetzt mal hier gucken? Ich könnte Honig besorgen, damit... Oh. Was war das? Ach so, der Esel. Esel hat geliefert. Muss ich gleich wieder zurück. Ich renne hier immer noch so ein bisschen rum. Aromabaron. Fischfilets kann ich ihm noch nicht geben. Feine Sahne. Ich bin komplett im Arsch. Muss jetzt mal langsam nochmal irgendwie... Ah, beim Kaufmann könnte ich die Schulden bezahlen. Aber ich habe nicht genug. Flasche Wein. Kriege ich die Flasche Wein? Rede mit dem Astrologen über das Portal. Wo ist der Astrologe denn? Hat den schon getroffen? Ich finde das schön, der Bauernsohn. Ein harter Kerl. Sieht aber nicht so schlau aus. Digo, komischer alter Mann mit roten Augen, redet wirres Zeug. Ja, so wie ich im echten Leben. War ich hier denn schon? Ups,
müsste natürlich auch bei manchen Charakteren, die nur an bestimmten Tagen auftauchen, oder mal darauf achten, dass ich die dann auch bei nächstbester Gelegenheit treffe. Aber noch renne ich hier mal ein bisschen unstrukturiert rum. Das macht ja auch so ein Spiel aus, dass man hier... Oh, hier sind Obstbäume. Cool. Das kann ich hier... Hier kann ich mich tatsächlich bedienen. Ach nee, gelbe Blumen hat er gepflückt. Blumen kann ich sicher auch irgendwo für gebrauchen. Das Obst kann ich dann doch nicht pflücken. Kann ich die Bäume nicht fällen? So, mit der Spitzhacke hier ein bisschen gearbeitet. Da liegt doch ein Apfel auf dem Boden. Warum nimmt er den nicht? Das scheint dann nicht zu klappen. Oder ist das kein Obst? Ist das verboten? Das ist schade. Hätte ich gerne... Da ein paar Blumen pflücken, rote Blume, gelbe Blume. Kann man sicher auch gebrauchen. Das Obst. Ah, nee. Die Blumen. Weiße Blume, ein paar Gänseblümchen. Meinem Charakter geht langsam die Ausdauer aus. Deswegen erstmal ein paar Beeren. Noch bei Laune zu halten. Hier brennt Licht. Wer ist hier? Hallo, mein Freund. Der Leuchtturmwärter. Der schläft allerdings. Heilige Makrele, mein Jung. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt der Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Dann ist heute ein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannt und profitabel. Und außerdem sind Fische echt lecker. Na, da bin ich dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und bring dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Ja, mach das doch mal. Dann kann ich auch dem einen da die Fischfilets bringen, wenn ich dann Fische habe. Lerne, wie man Fische kocht. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Du kannst sie einfach grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälfte in Öl an. Dann hast du Fischstäbchen. Oh, ja, Fischstäbchen sind immer einfach klasse. Schmeckt einfach genial. Gebratener Fisch kann ich jetzt herstellen. Fischsuppe und Fischnuggets. Oh. Ein Spiel, in dem man Fischstäbchen machen kann, ist ein gutes Spiel. Und wenn du Fisch isst... Ist das ein Schreibfehler? Das müsste doch eigentlich Doppel-S geschrieben sein, ja? Spricht der Germanist. Ah, jetzt habe ich den Text nicht gelesen. Was stand da? Da muss ich im Video nochmal nachlesen. Da stand irgendwas, wenn ich Fisch esse, dann fange ich an, wie ein Fisch zu denken. Und dann habe ich nicht weiter gelesen. Frage nach einer Angel. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge, ich habe noch eine alte Angel hier, aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Die sind klasse als Köder. Aber du kannst sie nur nachts fangen. Meine alten Augen sehen im Dunkeln nichts mehr. Motten sind Köder? Ist das echt so? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann ja einfach Fischfilets kaufen. 70 Münzen das Stück. Weißes Fischfilet. Mal welch, was für Fischfilets wollte denn der dieser eine Typ haben? 4 silberne Fischfilets. Ja, die silbernen. Nicht die weißen. Ich kann eine Angel kaufen für 2 Silbermünzen. Dann will er erstmal Motten haben. Naja, aber ich muss jetzt auch gleich erstmal wieder weg, weil ich ja eine Leiche da liegen habe. Kann ich die Angel nicht kaufen? Ach so, brauche ich keine Motten bringen. Kürzen wir das ab. Es geht auch direkt ins Bett. Ich habe einfach für 2 Silbermünzen mir eine Angel gekauft. So geht's auch. Man hat hier scheinbar auch nicht den Zwang, immer das so zu machen, wie die das wollen. Kann auch einfach arbeiten und sich dann sein hart erwirtschaftetes Geld Sachen ausgeben und dadurch schneller zum Ziel kommen, ja. Das ist wie im echten Leben. So, ich gehe jetzt mal zurück. Ich bräuchte echt irgendeine Schnellreisemöglichkeit. Jetzt muss ich mich den ganzen Weg wieder zurückstiefeln. Was ist das hier? Ein paar schöne Blümchen gepflückt. Aber jetzt habe ich eine Angel. Das hat mich jetzt schon mal... Das bringt mich nach vorne. Und der Charakter muss jetzt auch mal gleich ins Bett. Ich stopfe mir immer noch mal so ein paar Beeren rein. Vielleicht erreiche ich auch mal einen Punkt, wo man dann hier mit dem Charakter gar nicht mehr schlafen geht, weil man einfach sich mit Nahrung immer wieder fetthält. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich irgendwann schlafen muss, weil es nicht mehr anders geht.
das nicht zwangsläufig immer passieren muss. Aber jetzt mal, ich hoffe, die Sonne geht hier schon wieder auf. Ja, gefuckten Tages- und Nachtrhythmus. Aber ich möchte ja auch speichern, so, die ist bei 82%. Hier. Topsy. Fleisch entfernen. Ich mach das, als wäre es selbstverständlich. Die wollen wir dann auch nochmal eben bestatten. Blumenbeete könnte ich auch schaffen. Jetzt hier eine neue Grabstätte. Bumm. So, der Charakter ist jetzt auch fast so müde, dass er umfällt. Deswegen gehe ich jetzt in sein Haierbettchen. Wenn ich fast 60 Beeren hätte, die ich schnabulieren könnte. Aber ich möchte diesen Part auch beenden. Jetzt achte ich nochmal explizit darauf, ob der jetzt auch wirklich speichern steht. Ich kann auch so lange schlafen, wie ich möchte. Vorteil gegenüber Harvest Moon und Konsorten. So. Ah, speichert den Fortschritt. Ich sage dann tschüss, bis dann. Ich fühle mich so erfrischt.